Nein, sie looten gerade die Base von der Azalea Fuchs und ich war auch gerade per Zufall da. Und hast uns deswegen gekommen. Seid ihr hier so vorbeigeballert. Das ist mein Pferd, wo du dich da gerade drauf setzt. Alles unsere Pferde. Du hast dein Pferd selber getötet. Nein. Natürlich, nicht hat er. Seid ihr deswegen vorhin hier so vorbeigeballert? Hat dem jetzt das Pferd gegeben, was da steht? Ach nee. Alter, der Pferd weg von uns, hat er jetzt nichts getan. Leute, ihr steht hier mit 5 Leuten und nehmt nicht das Pferd mit. Ja, ich hätte noch ein Nachspiel, das wird ein Nachspiel haben, das machen wir für nächste Jahrtat dann. Klar. Ich war kurz davor, das zweite auch noch einzupacken, jetzt einfach aus. Nee, ist egal, das hat ein Nachspiel, das ist ganz gut, das ist RP-mäßig. Aha, Nachspiel. Nächste Jahrtat. Auf jeden Fall. Eure Burg. Oh oh. Aber das erklärt natürlich, dass ihr vorhin hier so vorbeigeprescht seid. Ja, du alleine, das war ja langweilig. Ich bin nicht alleine, auch wenn du das meinen solltest. Also vorhin, wo wir geguckt haben, in der Spielerliste warst du alleine online. Guck nochmal genauer hin. Jetzt ist Rico von Kaboom auch da, ne? Der ist auch von dir. Der war vorhin auch da. Der war vorhin auch da. Seid ihr zu zweit oder was? Ja. Ja, das ist auch langweilig für die Riesenburg, Mann. Also irgendwer von euch ist auf jeden Fall vorhin sehr, sehr schön nah an der Palisade vorbei. Ich glaube, wir alle sind da einmal lang vorbeigeritten. Also ich und mein Lebensherr waren von auch noch unterwegs. Und einmal auch bei Northumberland in der Nähe. Weil wir haben ja uns vom Norddorf zu hier Vanarians Guild einmal komplett über die ganze Karte gewemst. Mhm. Also gewemst. Gekrabbelt. Ja, an sich nur vom Norden nach Süden. Alles rüber. Bewegung jetzt. Gucken braucht er jetzt nicht mehr. Bis zu spät für Gucken. Das die ist auf Toilette. Sache zur Information, die Weisen sind langsamer, ne? Weisen? Achso, die Robusten, ja, die Weißen sind langsamer. Deswegen, ihr habt nur ein robustes Geschlecht geschlachtet. Ich überleg noch, wie wir es machen. Entweder machen wir den Antrag, ihr raus aus dem Bündnis oder wir raus aus dem Bündnis. Ich meine, uns tut das weniger weh, wenn wir nicht mehr im Bündnis sind. Ach, weil du das arme Pferd hingerichtet hast. Nein, weil du es geklaut hast. Nee, ich wollte ja nicht stehen, ich wollte nur raus. Und man wollte mich ja nie rauslassen. Du hast geklaut. Was hab ich denn geklaut? Wolle. Nee, ihr habt die nicht geerntet. Die war frei zugänglich für alle. Ja. Das Gebiet ist aber geclaimt, weil wir das vorgeclaimt haben. Das Gebiet ist noch nicht mal geclaimt. Doch, das Tor ist geclaimt drin. Und du bist da durchgegangen. Ja, es fällt. Aha. Ich mein, wie viele Leute von uns hast du gesehen, als du reingegangen bist? Das Tor war geclaimt. Zwei. Zwei oder drei war da drin. Ich gesehen habe am Anfang. Fünf. Ich konnte mir dann schon denken, dass da ein anderes Auto ist, ja. Die zum Schluss mit einer Waffe gezogen um dich herum standen. Ja, und das noch erzählt, dass du das zurückgezogen hast. Pferd! Inne, alle eingepackt. Nachdem das Pferd geschlachtet wurde. Aber egal, die Wolle soll dir gegönnt sein. Behalt sie. Aha. Weil ansonsten ist die Wolle nicht wert, aber. Ja, nee, ich müsste dann, aber ich hätte einfach ein paar Fragen, wie das Bündnis funktioniert. Nach Lust und Laune? Man geht einfach nicht in Burgen, die von jemand anderem schon übernommen wurden, sozusagen. Was habt ihr denn letzte Woche gemacht? Oder war es vorletzte Woche? Wo ich eine Burg am Looten war, wo dann auch hier Nidaros aufgetaucht ist und mitgelootet hat. Welche Burg denn? Samantha, die wir selber eingerissen haben mit Nidaros Werkzeug? Das war ja doch. Ich war ja da schon am Looten, bevor wir die eingerissen haben. Eingerissen haben wir sie letzte Woche. Vorletzte Woche war ich da drin. Und da war Solin genauso mit plötzlich und hat. Ja, da gelootet. Hast du aber kein Tor geklemmt. Doch, da waren alle Tore geklemmt. Ja, dann, wie soll das dann funktionieren? Nein, außerdem habe ich gelootet, wo eingerissen war. Wir sind alle wieder da. Bin auch wieder da, Entschuldigung.
Wie gesagt, BB. Die Klamotten und dann ab dafür. Und BB. Oder wieder. Oh, jetzt habe ich das Leben, das wäre das Essen nur noch mal geschrieben, glaube ich. Du hin? Bitte? Weißt du? Hä? Hä? Weißt du wohin? Oh. Oh, wer? Oh, wer? Hat hier Disconnect gehabt? Sarah? Oh, königliche Rindsuppe, das war genau der richtige für mich. Hey. Okay. Doch, da hat man halt nicht mehr gehört. Man kann ja nur irgendwie herstehen. Ja, das auch, ja. Kein Problem. Wir gehören ja schließlich zusammen. Wir werden den Weg gemeinsam schon irgendwie zurückkriegen. Aber sonst war es heute sehr ruhig, ne? Eigentlich ja. Bis auf, dass wir beklaut worden sind gerade eben. Hinterhältigste Weise. Ja, auf jeden. Nach dem Attentat hätte ich das Recht, da noch ruhig weiter zu klauen, glaubst du? Das war jetzt nicht mehr das letzte Attentat. Ja, wenn alle meine jeden. Attentäter auf dich hätten. Vergifteten Deutschen. Rum macht das ruhig, kein Ding. Wirst schon sehen, was da dran ist. Immer auf die kleinen Dicken. Nee. Der Kollege hier hätte mir jetzt gesagt, immer auf die kleinen Dicken aus der Eifel. Hinein. Diese hinter dir. Weiter geht's. Die haben mein armes braunes Pferd geklaut. Nee. Wer hat ein braunes Pferd geklaut? Oh. Ja, ich wollte wieder auf mein braunes Pferd aufsitzen, wo Raven das gerade schon einfach reingeritten hat. Der böse Onkel. Ich glaube, da sitze ich jetzt drauf. Ich habe dafür jetzt ein schwarzes von euch unterm Arsch. Kein Problem, das holen wir uns nächste Woche wieder. Ach, ich kann dir das. Ich kann dir das theoretisch sogar wiedergeben. Ich habe Pferde noch und nöcher. Irgendwie hänge ich gerade fest hier. Ich wollte jetzt nur nicht nach Hause laufen. Das war mir dann irgendwie zu doof. Gleich müsste es klingeln, wa? Ja, noch 2 Minuten.
Dann klingelt's. Ja, im Sinne von Jota ist vorbei, tada und so. Ich wollte schon sagen, habe ich irgendwas verpasst? Ja, ich wollte mir ja nicht auch noch Essen bestellt haben, dann würde es auch nochmal klingeln, aber ich habe es jetzt immer noch nicht getan, weil ich nicht dazu kam. Wurde ja hinterrücks angegriffen und bedroht mit einem Schwert. Ich habe auch langsam keinen Plan mehr, wessen Pferd wo steht. Ich komme hier bei uns langsam durcheinander. Da stehen zu viele Pferde rum. Voll, ich reite komplett außen rum. Bin ich denn bescheuert? Tada! Ja. Und guck, es gab keine Toten. Wie langweilig. Doch, das Pferd. Normalerweise wäre es ja lustig, wenn man jetzt hier zum Ende der Stunde der Abrechnung immer irgendwie so eine Aufmeldung kriegen würde. Wie viele sind gestorben? Was an Tieren ist draufgegangen? Auch gerade nichts machen. Weder Neustart noch Taskmanager. Wie geht das bis jetzt? Ich bin komplett rausgeflogen. Vom Eingang? Ja. Raven, und bald kriegen wir wieder Winter. Das ist der Lauf der Zeit. Früher oder später passiert das. Ich hoffe, der ist nicht wieder so lang. Ich hasse Schneeschaufeln. Ich glaube, der ist immer gleich lang, oder? Ich befürchte es ja auch, aber ich wollte es doch einfach mal gesagt haben. Aber dann kannst du so wieder so viele tolle Schneemänner bauen. Schneemänner bauen. Nee, danke. Oder deine ist kalt. Schneebällen zu Tode werfen. Also wir hatten das schon, da ist jemand durch den Schneeball umgefallen. Die Kollegen hatten trainiert und dann hat jemand einen Schneeball geworfen und hat genau getroffen. Hallo. Hallo! So wie ich das sehe, haben wir hier alles. Nur noch die Pferde, die hier so rumstehen, ne? Kommt nochmal zurück und holt den Rest der Pferde ab. Mhm. Ja, kann ich machen, ich hol die Pferde ab, kein Ding. Du kannst auch nochmal wiederkommen, ist kein Problem. Diesmal kommst du hier nicht mehr raus. Doch, klar, immer. Holzkiste. Ach. Zettel am See, wollte ich gerade sagen, aber das hatten die damals, glaube ich, noch nicht. Hase und Bär sind auch da. Hase und Bär? Wo ist Hase und Bär? Die sind irgendwie in der Spielerliste. Die kommen immer wie gerufen. Wirklich zum Ende, ne? Habt ihr gerade auch Ohren jetzt beim Spiel? Doch. Ja. Ich kann nichts sagen. Ah, das geht durchs Reiten, nicht das. Also beim Reiten sind wir was richtig an, ne? Ordentlich. Apropos Baumstimme. Stimmt. Valhalla. Ja. Lord. Die Baumstümpel, die da bei euch in der Umgebung sind, sind doch ein bisschen viele. Also solltet ihr dann mal abtragen. Du meinst die, die jetzt im Moment hinten sind, an der Seite, wo ja, unsere Mine halt ist? Wir sind da ja halt rumgeritten, um eure Burg rum, und da haben wir mehrere entdeckt.
Ja, da die gesamte, der gesamte Palisadenwall heute erst entstanden ist, ist das in dem Zusammenhang passiert. Da das bis zur Judgment Hour fertig sein wollte, bin ich nicht mehr dazu gekommen, aber ich werde die jetzt gleich wegtun. Alles klar. Baumstümpfe, die rumliegen, oder was? Nein, einfach nur noch Baumstümpfe. Die müssen nur noch entwurzelt werden. Ach so. Ich weiß auch ganz genau, wo er meinte. Aber da die Judgment Hour ja jetzt vorbei ist, kann ich es mal eben schnell machen. Ah ja, stimmt, das Script ist ja nicht mehr drin. Ja, ich bin da. Ausdauer geht momentan sehr, sehr schnell runter. Wunder, wenn man ein Pferd in der Tasche trägt und die Rüstung trägt, ne? Einfach die Pferde einstecken, die jetzt noch nicht. Wer braucht schon Ausdauer? Wille ist alles, was zählt. So in etwa. Ich hab ein Problem, ich kann nichts mitnehmen. Doof. Also falls ihr eine Transportdienstleistung braucht, könnt ihr Bescheid sagen. Das ist natürlich jetzt beides sehr schlecht, weil die kann keiner jetzt erstmal aufheben, die nächsten zwei Minuten. Aber ich drauf. Nee, passt schon, wir haben genug Leute. Wenn die mal alle aufschlagen. Nee, ich habe meine Gesinnung wieder auf minus 1 gekriegt gerade. Sehr gut, kommt ihr jetzt hin? Oder? Ja. Also mehr wie anbieten kann ich es nicht. Und keine Sorge, wir hätten es nicht behalten. Ach, ich krieg die gar nicht. Ach so. Ihr seid nicht so wie die Jellinger oder was meinst du? Das musst du selbst beurteilen. Böswillige Unterstellung.